So, unser zweites Thema, Herr Dück. Wir haben uns das Thema Perspektiven ausgesucht. Europa, wir versuchen zu überleben. Krise, wir versuchen zu überleben. Die Jugend ist Perspektive. Man hört das die ganze Zeit, als wären alle Gesellschaftsbereiche ohne Perspektive. Ist es so? Haben wir keine Perspektive? Oder woran liegt das, dass wir so ein bisschen in der Luft rumhängen? Ja, ich meine, so, ja, ich bin jetzt aufgewachsen, da hat man 20 Jahre Deutschland aufgebaut, ja, also ist alles neu gebaut. Es gab dann eine Zeit des Kalten Krieges und da hat man Frieden mit dem Osten gemacht, also von Willy Brandt 72 irgendwie bis 89 dann. Dann ist der Frieden wirklich gekommen, Mauer. Also da sind immer irgendwelche Dinge, Zeiten gewesen, wo man an was Großem gewirkt hat. Und das ist relativ einfach, also man muss auch nicht den ganzen Tag rumstreiten im Parlament, was nun ganz genau ist, also wie das Urheberrecht jetzt auf der fünften Stelle im Komma ganz genau sein muss, sondern man hat einfach eine Vorstellung, was man in den nächsten 10 Jahren machen muss. Ja? Und es gibt so berühmte Perspektiven, also so in 10 Jahren sind wir auf dem Mond von Kennedy. Ja? Oder I have a dream von Martin Luther King. Ja? Also, was haben wir denn für ein Ziel im Moment als Gesellschaft? Davonkommen. Nein, ich lässt da immer so ein bisschen sowas wie Einserschüler oder Leute, die an der Universität was wollen, die sagen, ich interessiere mich für das ganz brennend und fangen dann ein Forschungsprogramm an und arbeiten brav 20 Jahre daran und leisten irgendwas. Und die anderen gucken immer nur, fragen, was ist für die Klausur wichtig und was muss ich eigentlich können, die nächste Prüfung zu machen. Und die sind meistens nicht so gut. Also die sich alle Leute, die sich erkundigen, was sie für morgen machen müssen, wofür sie morgen gewählt werden, was sie morgen für Prüfungen bestehen, die sind eigentlich meistens so in der Nähe von 3 bis 4. Ja, also ein 3 bis 4 Schüler hat jeden immer zu sorgen, dass immer morgen brennt an, es ist immer an der Grenze, seine Kreditlinie ist immer in Gefahr, irgendwas stimmt immer nicht und das muss er immer für morgen fixen. Und es ist viel einfacher, so auf Note 2+ zu arbeiten, also im normalen Leben. Also man hat eine gewisse Vorstellung, den und den Beruf möchte ich ergreifen, die und die Perspektive habe ich und dann gehe ich also normal darauf hin. Dann immer so weiter. Ich habe meine Kindheit in irgendwelchen südlichen Ländern verbracht. Was die eint ist, die kannten den Begriff Made in Germany. Der stand für irgendwas. Ja, das haben wir. Haben wir sowas noch? Bin ich mit aufgewachsen. Wir waren mächtig stolz. Mächtig voll. Da stand manchmal in meiner Jugend sozusagen, stand manchmal in der Zeitung, irgendein Land könnte irgendwas besser. Und dann haben wir uns indirekt so ein bisschen geschüttelt. Das geht nun gar nicht. Oder wir haben gesagt, jetzt machen wir das, dass wir wieder besser werden. Ja? Also so in Fußball haben wir das zum Beispiel schon. Also da ist die Vorstellung, dass wir da relativ gut sein müssten. So ein 4. Platz ist nicht so gut. Ja? Also da haben wir das noch. Wir sind da ein bisschen abgesunken, wenn jetzt da drin steht, also bei der Studie zu PISA sind wir im gesunden Mittelfeld, dann sagen sie, es auch gut. Ja? Und das finde ich nicht so. Geht das durch alle Gesellschaftsbereiche so durch? Also sind wir mittlerweile eine Gesellschaft ohne Perspektive? Wo können wir denn hinkommen, wenn wir nicht wissen, wohin? Wir haben das diskutiert mit den Kindern, was kann man eigentlich werden? Also es gibt schon Arbeiten, die einem gut gefallen würden, aber was gibt in 5 Jahren, geschweige denn in 10, 20 Jahren überhaupt noch einen vernünftigen Job? Was kann ich machen? Man hat auch diese Generation Praktikum, wo man also aus Gewinnstreben, also die jungen Leute einfach so ein bisschen hängen lässt. Dass sie keine Dauerstellen bekommen, das heißt dann auch, dass sie keine Perspektive haben, so sich mal ein Haus kaufen zu können oder abzuzahlen. Das macht auch eine Perspektive. Also wenn man eine feste Gesellschaft hätte, wo jeder findet, dass er ein Haus kaufen müsste und das abzahlt, dann hat er ja auch irgendwo eine Sicht in die Zukunft für viele Jahre. Das hat man nicht. Und dann sagt man, ich weiß gar nicht, wo ich wohne, ich weiß gar nicht, wie lange ich meine Freundin noch habe, wechselt. Welche Praktika ich noch machen muss und dann sagt man, ich kriege auch keine Kinder. Dann jammert die ganze Gesellschaft wieder, ja, aber es gibt einen Namen für diesen Lebensstil, das ist ja dieses freie, ein freier Mensch sein. So. Ja. Also die schauen ja nicht so glücklich aus. Ja gut, wenn die Freiheit besteht, dass ich mir irgendwie ein vernünftiges Leben vornehme und da
losgehe, ist ja in Ordnung. Aber wenn das in Beliebigkeit ausartet oder sagen wir mal in Unsicherheit die ganze Zeit, also ich, ja, die Freiheit kann ja auch bedeuten, dass ich jeden Tag unsicher bin, was mein nächster Tag bringt, dann ist das schwierig. Ich habe das an der Universität selber erlebt, da ist das aber die Regel. Also bevor man nicht Lebensprofessor ist, hat man dann immer irgendwelche Jahresstellen. Es ist vollkommen ungerecht. Manche verdienen das Doppelte, weil sie eine volle Stelle haben. Manche haben eine halbe, mal eine zwei Drittel, machen alle dasselbe Arbeit. Ist völlig, man arbeitet da gern und geht da durch und hat dann diese Unsicherheit vielleicht bis zum 35., 40. Lebensjahr, ob aus einem noch was geworden ist. Man muss irgendwie mal sagen, wohin man wirklich will. Also man könnte auch eine Industriepolitik machen. Man hat ja damals gesagt, dass Japan die ganze Welt dominieren wird, weil Japan eine vernünftige Industriepolitik hat. Also Japan hat gesagt, wir sind jetzt Nummer eins in Elektronik, Kameras, Autos und so weiter, Schiffbau. Und das machen jetzt, das haben sie nicht durchgehalten. Also es gab ja eine Blase in Japan in den 90ern, dann haben sie es irgendwie aufgegeben und sind wieder in Bedeutungslosigkeit oder relative Bedeutungslosigkeit zurückgesunken. In Singapur wird das jetzt wieder hochgefahren, in Südkorea auch. Es gibt ja aufstrebende Staaten, die sagen einfach, wir sind in bestimmten Industrien jetzt einfach die Besten und versuchen es wirklich zu sagen. Ja? In Deutschland wird das nur der Zeitung gesagt. Also wir, sagt Frau Merkel, wir müssen besser sein. Nein. Ja, doch, wir müssen besser sein, weil wir teurer sind. Der Satz ist zu lang. Das muss einfach sein, wir sind jetzt besser. Made in Germany. Boah, Willy Brandt musste gar nichts sagen. Der ist auf die Knie gefallen und das hat Perspektive gegeben. Und jetzt haben wir eine Finanzkrise und... Das hat aber wirklich, also ich meine, ich kenne... Und Merkel jetzt, sagt, ich über meine Leiche, wenn Eurobonds. Ich komme ja aus dem Bauerndorf, also mit dem Kniefall hat nicht nur Perspektive gegeben. Also es hat auch Leute gegeben, die damals Mehl gekauft haben, weil sie gefunden haben, jetzt kommt die Armee nach Russland und wird reingelassen und so. Das war sehr schneidig, also sowas zu machen, also wirklich das zu wollen. Was das fehlt generell heute, dass wir Politiker haben, die sagen, wir gehen da jetzt hin. Oder ich stehe für Europa und Punkt. Frank Schäffler, der hat zum Beispiel gesagt, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und die haben ihn platt gemacht. Oder den Bosmach oder so. Gibt es natürlich viele Beispiele, wo das im Bach runtergeht. Aber so im Prinzip, glaube ich, gerade heute wäre die Bevölkerung so, dass sie jeden wählt, der eine Perspektive gäbe, weil es einfach keine da ist. Wie kann man kollektive Entscheidungsprozesse irgendwie organisieren? Kann man in einer Demokratie auch Perspektiven gemeinsam als Gesellschaft aufstellen? Gibt es da irgendwie Methoden im Netz oder so? Gibt schon. Also ich habe selber das bei IBM mitgemacht. Das heißt, JAM heißt das. Das ist so eine Software. IBM hat alle eingeladen, jetzt die Satzung der Firma zu bestimmen. Ist dann rausgekommen, Innovation that matters for the world. The client and the company, also in der Reihenfolge, also für die Menschheit, für die Kunden und dann für uns. Und Trust in all relationships und so weiter. Da sind so drei, vier ehrenhafte Sätze rausgekommen. Das hat sich die Mitarbeiterschaft so gewünscht. Ja, aber das sind erstmal Core Values. Aber ist das eine Perspektive? Das ist erstmal so über die Haustür geschrieben worden. Ja. Jetzt muss man natürlich irgendwo... Das hat manchmal ein bisschen gefehlt, den Schneid haben als Mitarbeiterschaft irgendwie auch zu erzwingen irgendwo gemeinsam, dass das auch so gelebt wird. Man hatte da über elektronische Mittel eine Diskussion von immerhin 50.000 Leuten, dass wenn etwa von 400.000 haben 50.000 mitgemacht, da haben sich die Satzungen der IBM gegeben, also die Werte. Das hat dann noch zwei, dreimal stattgefunden, also einmal über welche technologischen Entwicklungen geht IBM, also meinetwegen in Green IT, Umweltschutz, Cloud Computing, sowas, also welche Richtungen schlagen werden, das haben die Mitarbeiter beschieden. Da ist dann auch das so gemacht worden, dass die Kunden und Familien mit drin waren. Also jetzt konnte meine Familie oder ich rein und auch Vorschläge machen und man konnte dann auch Kunden mitbringen, die dann sagen, wir möchten von der Firma das haben. Da sind dann alle Macken der Demokratie rausgekommen. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ich möchte, dass sich die Firma auch für den Schutz der Pudel oder so einsetzt. Oder nein, es kommen bei 60.000 Leuten kommen natürlich 10.000 Vorschläge zusammen, die man kaum alle lesen kann. Das ist sehr schwierig.
Und man muss dann lernen, wie man das moderiert. Man muss wahrscheinlich diese vielen Tausenden in Fachgebiete unterteilen und dann so Moderatoren reinsetzen. Das ist sehr viel Arbeit. Das ist nicht nur eine Software. Kann man das für 80 Millionen Menschen in Deutschland machen? Das würde ich gerne mal probieren, ja. Ich denke, das muss so eine Art Oberhaus, also irgendwie ein paar weise Menschen, so, die eine Perspektive vielleicht so haben. Eine Enquete-Kommission gibt es ja. Ja, die macht das nicht. Nee, ich war warum? Ja da. Ach so, okay. Da haben mir welche gesagt, ich sei nicht so erfolgreich in der Enquete-Kommission gewesen, weil ich nicht so viele Minuten geredet habe oder Fragen beantwortet habe, wie die Professoren, die von der FDP vorgeschlagen war. Die hat den Vogel abgeschossen. Und dann haben sie so die Minuten verglichen. Da habe ich gesagt, Leute, wollt ihr jetzt nun eine Perspektive haben oder wollen wir erzählen, welche Partei mehr Redeminuten hat? Oder was so? Für ein das Oberhaus? Hat mich im Grunde eher geärgert. Ich find, was für ein Oberhaus möchten Sie haben? Das finde ich spannend. Also, was ja, für man Leute kann ja so, 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 so ein paar Klons von Helmut Schmidt-artigen Menschen haben. Die jetzt was haben einfach, die so? Die wollen nur noch was, also die wüssten, was sie wollen könnten, sind aber nicht mehr irgendwo dahinterher, dass sie Geld verdienen müssen oder Karriere oder gewählt werden müssen, sondern die können einfach ganz normal klar sagen, wohin sie wollen. So ein Ältestenrat. Elder Statement oder, ja, vielleicht gibt es auch Jüngere davon. Ja? Ja. Es ist... Ich bin ja von Piraten ganz kurz diskutiert worden als Bundespräsidentskandidat. Dann hat einer auf Twitter geschrieben, lass das. Also mehrere haben gesagt, ja, los, geh. Du musst einer das wollen. Einer hat aber geschrieben, so eine Zeile, du verdienst noch Geld, lass es. Also ich sei zu jung noch, weil ich noch selber irgendwas will. Man muss irgendwie vielleicht dann einfach auch so reif geworden sein, dass man nur für die Bundesrepublik Deutschland was will. Verstehen Sie, Sie können nicht einfach 80 Millionen Leute nehmen und sagen, jetzt sagt mal was oder hackt was rein. Aber man kann sinnvolle Vorschläge machen, man kann auch ein Gefühl entwickeln, wer wie viel worunter leidet, wohin will. Man kann auch ein Gefühl kriegen, für wo die Demokratie, also was die Wählerverhältnisse sind, ohne eine Wahl zu haben. Ich finde das total spannend. Sie haben einen demokratischen Prozess vorgeschlagen, den ich wirklich als vernünftiger erachte. Also natürlich sehe ich das Oberhaus noch nicht aus vernünftigen, erfahrenen, unabhängigen, willenskräftigen, verhandlungssicheren Menschen. Nein, man kann das nicht mit dem man kann das nicht mit normalen Politikern machen, weil dann die Thesen, die diskutiert werden sollten von den 80 Millionen, die werden unendlich weichgespült in irgendwelchen Marketing, sonst was Kommissionen und auch irgendwie die Vorschläge, also die Visionen, die man oder Perspektiven, die man diskutieren würde, die jetzt im Parlament aus verabschiedet werden müssen, die sind dann schon unsägliche Kompromisse. Und was ich eigentlich mache, denke, dass es ein paar Leute geben müsste, so wie gesagt Helmut Schmidt oder Hamburgerartige, die echte Optionen mal vorschlagen und die müsste man mal diskutieren. Dankeschön, Herr Dück, für dieses Thema, für dieses Gespräch.